Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier weiter in der Villa unterwegs, beziehungsweise in der Residenz, und haben ja die Goldluger-Tür geöffnet. Die führt uns allerdings in ein komplett neues Gebiet. Möchte ich erstmal noch nicht hin. Ich möchte hier erstmal hier tatsächlich nochmal in die Trainingsanlage schauen, weil da ist tatsächlich, wie ihr seht, noch ein Raum, den wir noch nicht erkundet haben. Würde ich sagen, gucken wir uns den einfach mal an. Wir haben beim letzten Mal auch diesem Wärter weitergeholfen, der uns am Anfang des Spiels geholfen hat, aus der Gefängniszelle auszubrechen. Und dadurch haben wir den Dietrich bekommen, der uns sehr hilfreich sein könnte für Munition und so. Absolut. Und genau, wir machen weiter hier mit unserer Erkundungstour. Genau, und da können wir rein, da hinten. Genau, da bin ich beim letzten Mal gar nicht reingegangen, ich Idiot. Wenn da jetzt ein Safe-Raum ist, ne? Weil ich habe beim letzten Mal so lange einen Safe-Raum gesucht hier. Also es ist auf jeden Fall keine Safe-Raum-Musik. Es scheint ein Bild dieses Raumes zu sein. Ach! Guckt mal da, was da hängt. Wartet mal. Farbbänder auf jeden Fall. Ich könnte hier speichern. Mache ich aber erstmal nicht. Was ist das? Das Porträt eines Mannes. Warum wird das so hervorgehoben? Guckt mal hier! Was wir hier haben! Das Adlerschild. Dieses indigo-blaue Adlerschild. War es das hier? Wartet mal. Aber dieses rote Skelettbild? Das sagt mir irgendwas. Das an der Wand war scheinbar ein Bild. Das rote Skelettbild sagt mir was auf jeden Fall. In dem Raum. Ist aber auch spiegelverkehrt. Nee, oder? In dem Raum, wo der Alarm ist, da muss man ja so eine Nummer eingeben. Aber gut, Freunde, wir haben die indigo blaue Platte. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich doch nochmal zurück zum Gefängnis. Oh Gott. Ja, wir können tatsächlich zurück zum Gefängnis und sollen wir da als erstes hin? Oder in die Haupthalle. Ich würde tatsächlich zuerst ins Gefängnis zurückgehen. Weil da können wir tatsächlich uns dann die Munition noch besorgen, ne? Steve ist weg. Ne? Steve war hier ja in dem Raum, als ich mit der Aufnahmesession angefangen hatte. Ja, jetzt ist der ist jetzt komischerweise weg. Das ist interessant. Na gut, das heißt, wir können. Ja. Jetzt noch zurück zum Gefängnis stapfen. Und wir müssen uns jetzt tatsächlich beeilen, weil es ist jetzt wieder dieser Wurm unterwegs. Schau euch den an. Ich möchte ihn halt nicht kaputt machen. Oh Gott. Oh Gott, ey. So. Wobei, der macht ja scheinbar gar nichts. Ne? Solange wir uns schnell bewegen, schnell genug bewegen, macht der ja gar nichts. Ja, da hinten laufen diese komischen goldenen Kreaturen rum. Wo ich mich immer noch frage, was das darstellen soll. Aber, ja, nun gut. Dann habe ich jetzt, glaube ich, drei Stellen zur Auswahl. Wir hatten einmal bei dem U-Boot, hatten wir, glaube ich, auch so eine indigo-blaue Höhlung. Dann jetzt hier im Gefängnis, wo ich jetzt hingehe. Und danach noch in der Haupthalle da. In der Villa. Beziehungsweise im Anwesen. Und dann gehen wir mal hier rein. So. Das heißt, diese Zombies, die hier sind, müsste ich theoretisch nochmal kaputt machen, aber. Sind natürlich direkt drei Stück, ne, ganz klar. So, wo müssen wir denn jetzt nochmal hin? Wir müssen da, glaube ich, dann. Genau, wir müssen. Nach links. Oh Gott, nach links! Oh, und hier an denen vorbei einfach, genau. So, weil die möchte ich nicht wegmachen irgendwie.
Ich weiß nicht, weil die kann man so gut aus vorbei ausweichen. So, und dann... Ach, genau hier die Stelle. Ja, Hund. Hund. Ih, was liegt denn da? So, geh hier nochmal rein, weil ich glaube ja, dass hier nochmal... Dass hier noch so eine Stelle für den Dietrich war. Bin mir allerdings nicht mehr so 100% sicher. Sind auf jeden Fall Zombies. Wartet mal. War hier nicht nichts Nützliches? Oh, verdammt. Die Suppe, die noch warm ist. Ja, das ist ganz toll. Ich muss ja gerade mal mich mal ein bisschen konzentrieren und gucken, wo der Zombie ist. Da hinten, okay. Das Klo hat viele widerliche Flecken. Ja, okay. Ich hoffe, dass hier... So, du kannst schön in der Ecke bleiben. Den kann man auch umrunden. Ist eigentlich alles gar nicht mal so verkehrt. So, war hier nicht noch was? Mit einem Dietrich. Toilettenartikel. Nee, irgendwie nicht. Verdammt. Dann doch nicht. Ah, verdammt. Okay. Dann war der Weg hier umsonst. Ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern, dass hier noch einige Stellen waren, wo wir den Dietrich gebraucht haben. Aber gut, dann gehen wir halt wieder raus. Vielleicht ja in dem Gefängnis selber. Ne? Wer weiß. Wartet mal. Falsche Richtung. Falsche Richtung, zurück. An dem Hund vorbei. An dem Hund einfach vorbei. So, puh. Da ist der andere. Oh Mann. Oh Mann, und ich bin schon wieder... Jetzt lass mich hier raus. Blöde Töle, Mann. Lass mich doch da durch. Mann. Oh Gott. Die blockieren einfach den Weg. Das ist unfassbar, echt. Die blockieren einfach den Weg. Ach. Ja, na klar. Da kommen wir natürlich nicht hin. Ja gut, da muss ich den halt kaputt machen. Boah, Mann. Mann. Ich will diese Muddy haben, die da drin ist. Leute, ey. So, ja. Da ist noch ein Zombie drin. Ich muss meine Muni verschießen. Ja, es tut mir leid. Aber wenn hier so viele Zombies rumlaufen... So. Ist noch einer. Aber den lasse ich. Ja, wobei, wartet mal. Ach nee, das ist nur die... Ach, okay, das ist nur der... Das Ding da... Alles klar. Hier war doch diese indigo-blaue Höhlung, genau. Benutze. So, wunderbar. Noch mehr Zombies! Alles klar. Oh Gott, lad nach. Okay. Claire, schieß! Schieß um dein Leben! Oh. Oh Gottes Willen! Alles klar, die haben wir. Das heißt, wir können hier gucken, was wir hier für eine Tür haben. So, die Muni geht auch langsam leer. Nein, das war falsch. Kombi. Die Muni geht auch langsam leer, ne? Hm. Genau, hier haben wir eine Tür, wo wir noch nicht drin waren. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wartet mal, haben wir dieses Ding noch? Wir müssen es wieder mitnehmen. So. Ha. Endlich mal genutzt hier, dieses Teil. Und der brennt. Okay, hier ist noch wer. Ach, da ist noch so ein Ding, okay. Was haben wir denn hier? Ja. Wartet mal. Haha. Wie sind wir reingekommen? Hier vorne können wir jetzt nämlich da zurück zum Gefängnis, denke ich, oder? Müsste ja so sein.
Um uns dann die Munition da rauszuholen. Ja, das ist natürlich mega cool jetzt. Sollte so sein, ja. Sollte so sein. Ja. Ganz genau. Oh, Gott sei Dank, da liegt noch Muni. Sehr gut. Die können wir gebrauchen. Verdammt. So, ja, das heißt, wir können die Kiste hier wegschieben. Da ist sogar eine große Kiste. Sehr angenehm, muss ich sagen. Sehr angenehm. Ah, verdammt. Geh wieder rein. So. Farbbänder. Ach genau, wir haben ja noch diesen Marineausweis. Den haben wir auch noch. Flammenfeuerlöscher, aber den werden wir wohl nicht mehr brauchen. Farbbänder mal zusammen. Und dann haben wir tatsächlich gerade nur noch diese silberne Karte als Story-Item. Gut, dann Keller, dann schieb diese Kiste weg und da kommen wir endlich an die Muni dran. Ach, ist das geil. An die Bo-Muni, Freunde. Ach, Gott sei Dank. Da haben wir endlich auch dieses Geheimnis gelüftet. So. Wir hatten die Sachen ja hier vorne. Wartet mal, war hier vielleicht noch was mit dem einfachen Schlüssel? War hier noch was? Nö. Die Mail an Leon? Okay. Management? Nö, okay. Dann hier nochmal raus. So. Und dann hier nochmal gucken, ob wir hier nochmal... Ne, hier war nur die Maschine. Der 3D-Drucker. Ja, genau. Alles klar, dann können wir uns die Munition hier rausnehmen. Genau. Ja. Security Box. Ich hätte gerne diese Items, die da drin sind. Dankeschön. Dankeschön. So, dann können wir nämlich auch hier raus. Ah, sehr gut. Tschüss. Hier müssen wir auch nie wieder hin. Denke ich. Ja, wunderbar, Mensch. Wunderbar. Insofern ist an Munition für den Granatenwerfer sehr gut ausgerüstet. Aber... Frage ist, wann kriegen wir den Granatenwerfer? Das wüsste ich gerne. So. Aber die Items, die nehmen wir natürlich nicht alle mit, ist klar. Die Munition. Hier, die wollte ich haben, Freunde. Bogas-Gasgranaten. Ich denke, die werden wir definitiv noch brauchen. So. Ist da vorne noch was drin hier? Nein, okay. Alles klar. Dann haben wir das Geheimnis gelüftet. Und dann hatten wir da hinten ja noch eine andere Tür. Noch eine andere Tür. Ist hier noch was in der Ecke? Nö, okay. Da ist wieder diese Bombe. Ach, da, okay. Ah, da ist... Moment. Es ist so neblig hier. Hier ist doch ein Kraut, Mensch. Genau, grünes Kraut. Wunderbar. Ist so neblig hier, deswegen sieht man das fast nicht. Ist so wie mit der Waffe beim letzten Mal. Aber gut. So, bin ich mal gespannt. Oh Gott. Wieder grausige Musik hier. Ja, Munition auf jeden Fall. Zahlreiche unbekannte Chemikalien. Ja, aber da liegt doch Munition. Hallo. Da, genau. Wunderbar, die brauchen wir auch. Was liegt da auf dem Boden? Was ist das? Ach, ein Erste-Hilfe-Spray. Ach ja, okay. Unbekannte Chemikalien. Oh Gott, was ist das hier? Es scheint so, als ob er seziert. Ach du Scheiße, er ist bereits tot. Viele Skalpelle mit Blut. Oh Gott, ich will hier weg. Ich will hier weg. Was ist das hier für ein Raum?
Um Himmels Willen. Wo gehen wir als erstes hin? Da. Oh Gott. Ein Leichensack. Unangenehm. Was? Ja, macht mir nur Angst. Ich dachte, jetzt kommt eine Cutscene, ey. Gestapelte Leichensäcke. Oh mein Gott. Was für ein... Auch was für eine widerliche Kameraperspektive. Also wirklich. Die Musik hier gefällt mir gar nicht, ey. Was ist hier? Das Notiz des Anatomen. Alles klar. In meinem Verstand hat sich ein Dämon eingenistet. Ich kann seinen brutalen Attacken nicht widerstehen, die mich dazu treiben, schreckliche Dinge zu tun. Es ist wie eine grausame Zeremonie. Wenn ich von dem Dämon besessen bin, liebe ich es, wenn sich Menschen vor Schmerzen winden, wenn sie in Agonie schreien und ihre Körper sich grausam verkrampfen, während sie langsam sterben. Oh Gott. Doch Sir Alfred war so freundlich, mich aufzunehmen, und er hat mir die Räume, Chemikalien und sonstiges Material zur Verfügung gestellt, um alles zu erforschen. Um Himmels Willen. Ich darf Sir Alfreds Vertrauen nie enttäuschen. Es ist besonders wichtig, dass niemand jemals den heiligen Raum zu Gesicht bekommt, den nur er und ich kennen. Ich schwöre, das Geheimnis um den Keller dieses Gebäudes mit ins Grab zu nehmen. Natürlich trage ich den Schlüssel zu dem heiligen Ort stets bei mir. Doch selbst wenn jemals ein Außenstehender ihn sehen sollte, würde er niemals vermuten, dass das ein Schlüssel sei. Ich darf nie vergessen, dass ich tot bin, wenn Sir Alfred mir nicht mehr vertraut. Oh Gott, dieser Anatom. Ein hochwertiges anatomisches Modell. Aber irgendetwas fehlt. Ein Auge fehlt. Was ist hier los? Was ist das hier? Das ist ja widerlich. Geile Psychospiele, echt. Es ist doch klar, was da drin ist. Ah, du Scheiße. Okay. Ja, klar. Ja, klar, natürlich. Ja, dann spiel Fußball. Und lauf da hinten rein und nimm das rote Kraut. Alles klar, so. Und dreh dich um und schieß. Der brennende Zombie. Alles klar, der ist kaputt. Wir haben eine Vollheilung. Sehr schön. Das heißt, wir können die komplett mischen. So. Drei Heilungen dabei. Oh Gott. Was ist das hier? Ein Folterraum. Ich hasse ja solche Räume. Uah. Widerlich. Widerliche Kerle hier, ey. Oh. Eine stabile Kette. An einem Ende sind Handschellen. Eieieiei. So, der steht nochmal auf. Warum brennen die eigentlich? Oh Gottes Willen, was ist das jetzt schon wieder? Boah. Ein äußerst ein eigenartiger Stuhl. Ich will gar nicht wissen, was ihr hier gemacht habt. Oh, ist das mies. Eine Streckbank. Oh Mann. Pff, alles klar. Kombi. Ich bin gerade ein bisschen... Verschiedene seltsame Werkzeuge. Ich bin gerade ein bisschen von der Rolle, muss ich sagen. Da liegt ein Koffer. Stahlkoffer. Ah, so einen wie auch beim letzten Mal. Genau, den können wir auch aufmachen. Dietrich benutzen. Oh, was ist das denn? Waffenteile?
M93R Umbauteile. Ja, cool. M30 kann jemand aufgerüstet werden. Jawohl, was ist das denn? Pistole umgebaut. Ah, die hat hier auch so einen automatischen Schießen. Okay, aber prüf die mal. Verbessert der M93R, einem, die mit Halterung versehen ist. Durch Einstellung kann sie 3 Schüsse in Folge schießen. Ah, klassische Pistolenerweiterung, Freunde. Haha, alles klar. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Aber ich lasse erstmal auf automatisch. Beziehungsweise auf manuell. Munition sparen, Freunde. Eigenartiger Stuhl. Ja, ihr... Ja. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt in den Keller rein? Oh, ich will hier weg. Ich will hier einfach nur weg. So, dann haben wir wieder einen Herzschlag. Mal gucken. Warum dauert die Cutscene jetzt wieder so lange? Er steht gleich ein Zombie auf. Oh, was ist das denn? Gestapelte Leichensäcke. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Hui. Ja. Du bist jetzt dieser Doktor. Du bist dieser Autopsist. Alles klar. Gut, Claire. Stell die Waffe um auf automatisch. So, und schieß. Und schieß einfach. Ach, Mann, nein. Verdammt nochmal. Schieß doch. Verdammt. Oh Gottes Willen. Orange. Die hat auf jeden Fall auch mehr Munition zur Auswahl. Boah, wie viel hält der Zombie aus? Alter Schwede. Oh Gottes Willen. Wir sind orange, ne? Ja, komm. So. So. Aber hey, er hat einen Schlüssel. Oder was? Was ist das? Ein Glasauge? Ja. Tolle Wurst. Ein Glasauge. Oh weia, ey. Aber wartet mal. Wartet mal, so grausig das auch ist. Hier vorne bei dem Skelett. Da fehlt doch irgendwas. Glasauge, setz das da ein. Boah, ist das eklig, prüfe. Ein Augenimitat. Ach so, okay. Ein Augenimitat. Nutze. Ja. Sehr schön, Freunde, sehr schön. Das heißt, wir können da erstmal runter. Warum nicht? Ach Gott, Freunde, wir erleben hier was heute. Das ist echt wieder einfach nur schön. Fledermäuse. Gefängnis B1. Ja, toll. Und ich habe jetzt das... Ich habe nämlich gesagt, dass das Feuerzeug gegen Fledermäuse hilft. Aber... Ja, das Feuerzeug habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Das ist klar. Das heißt, dann lauf einfach. Ah. Lauf einfach. Oh Gott. Lauf einfach durch. Puh. Alles klar. Hier gibt es ja noch ein Riesengebiet, ey. Noch ein Riesengebiet gibt es hier. Finde ich gut, Freunde. Ach du Scheiße. Oh Gott, hier ist es irgendwie langsam. Warum ist das hier so langsam? Ja.
Hier ist es irgendwie langsam, die Geschwindigkeit. Okay. So. Hier ist es irgendwie in Zeitlupe gerade. Aber es ist kein Soundbug. Also es ist kein Spielbug. Weil die Musik noch normal läuft. Das ist es halt. So, der ist tot. Sehr gut. Ah, da liegen wieder Pfeile. Sehr schön. Ja, die brauche ich. Alles klar, was haben wir hier noch? Was ist das hier? Ein altes Wasserrad. Okay. Ich frage mich, wofür dieses Gerät war. Oh Gott. War das so ein Knochenbrecherapparat oder was? Oh Mann, ey. Ach, Claire. Was du hier alles sehen musst. Unfassbar, echt. Munition? Ja, die brauchen wir definitiv. Ach so, das ist auch genau das Praktische, ne? An der Waffe hier. Die kann 20 Schuss nehmen. Ja, das ist natürlich dann mega gut. Und was ist das jetzt hier, ey? Boah. Seltsame Werkzeuge sind hier ausgestellt. Ich hasse euch Typen hier, ey, echt. Oh Gott, hier geht's nochmal runter. Alles klar, Freunde. Aber da wir schon beim Folgenende angekommen sind, würde ich einfach mal sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Würde ich einfach mal sagen, jo, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt sie gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.